Guck mal. Guck mal, ein Wurmi und guck mal diesen Wurm hier. Warte mal, der bewegt sich nicht mehr. Yo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Level Up und mit dabei ist mein netter Freund, der Bumpstocky. Hallo! Hallo! Von hinten ist er da und wir sind wieder zu zweit, Duell im Team hier, wir beide, yeah yeah yeah. Und haben wieder ein bisschen dort zusammen gefarmt und der nächste Part steht an und ja, es ist sehr cool, denn uns fehlt echt nicht mehr viel Eisen, also wie viele mitbekommen, ich habe ein Eisen und er hat schon ein Eisen. Und wir sind auch daran, jetzt bald das Lava auch zu basteln. Heißt, wir haben jetzt sozusagen bald den Cobblestone Generator, meine Freunde. Und ja, er fängt schon, ey, du fängst schon an hier. Ja, ich fang schon an, aber ich habe noch ein bisschen Hunger und... Und ja, okay. Milo. Hallo. Hi. Was denn? Wurmi? Guck mal, ein Wurmi und guck mal diesen Wurm hier. Warte mal, der bewegt sich nicht mehr. Was hast du gemacht? Dein scheiß Wurm gefressen. So, jetzt geht's weiter. Junge, was ist mit dir los, Alter? Was haben die dir getan? Würmer sind einfach nicht dafür da, um sie zu züchten. Würmer muss man einfach essen. Was glaubst du, isst du die ganze Zeit beim Chinesen? Auch immer nur so Sachen mit Würmern. Wir müssen uns rächen. Hab ich schon was? Iron? Nein, leider. Okay. Ach, Alter, ich muss mir erst mit Tränen aus dem Gesicht wischen, ey. Nilo, du. Hier, warte, dafür gebe ich dir einen. Nein, verzieh dich. Doch, die sind doch ersetzbar. Nein, Würmer sind nicht ersetzbar. Doch, sind sie. Nein, ein Mensch ist auch nicht ersetzbar. Bist du ersetzbar? Nein. Ja. Okay, gut, dass du es zugibst. Wenn nicht, hätte ich. Egal. Nein. Okay, fahren wir weiter. So ein herrlicher Tag. Ich bekomme irgendwie gar nichts raus. Ich bekomme, ja. Hey, du bekommst. Ja, nur Steine bekommst du halt raus. Steinchenteilchen. Ach, ich bin so dumm. Ich habe schon gedacht, so, hey, warum bekomme ich keine Iron-Dinger? Oh man, du musst erst. Ja, wisst ihr, der Dog ist ein bisschen. Naja, welcher Typ ist dumm, müsst ihr wissen. So. Ich bin dumm, deswegen wird mich Nilo auch auf der Gamescom schlagen. Ja, genau, wir sind auch auf den Videodays und so. Auf der Gamescom werde ich nicht sein, ich werde ein bisschen davor cruisen. Aber am Donnerstag bist du ja noch auf der Gamescom und du müsstest mich dann irgendwann abholen. Ich werde dir die Daten alle nochmal durchgeben und dann können wir vielleicht irgendwann uns mal alle treffen vor einem Kanadom oder so. Werde ich auf Twitter mal ganz kurz ansagen. Die Gamescom endet eh um 20 Uhr danach, weil ich vielleicht, oder wir machen vor der Gamescom, bevor alle Leute rauskommen, machen wir dann nochmal so ein kleines Zuschauertreffen, wir beide oder so. Mal schauen, was wir da machen. Wird ganz cool, denke ich. Und ja, so. Bist du schon fertig? Ja. Alter, pass bitte auf. Du baust dich da so hoch wie so ein Irrer. Er lacht einfach. Ich finde es nicht so witzig. Ja, guck mal, wie hoch ich bin, Nilo. Wenn ich jetzt runterfalle, hab gerade wirklich ein Leben am Limit. Warte. Oh, mir fehlt genau noch ein kleines Steinchen, dann könnte ich noch einen neuen Kabel. Ja, ich hab noch eins. Ich hab genau eins. Ich schmeiß ihn runter. Alter, wie hoch. Alter, wie hoch du einfach bist. Komm. Ich sneak einfach die ganze Zeit, dann sollte es schon klappen. Einfach. Aber so ist es einfach praktischer, als alles wieder neu hinzusetzen und warte, so. Reicht mein Hammer dafür? Warte, ich craft mir lieber meinen neuen Oh, Hammer. Scheiße. Danke, dass du mich dran erinnerst. Ich glaube, mein Hammer reicht nämlich nicht. Laber nicht. Wie willst du denn runterkommen? Nein, ich glaube, er reicht. Ey, ich hoffe es. Warte, ab sonst wann bekommt man Fallschaden ab drei Blöcken, ne? Sonst muss ich dir eine Plattform basteln, dann von unten aus. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Ja, perfekt, ey. Nee, ich hab schon geschafft. Siehst du, Nilo, ich bin ja schon wieder zu Hause. Tschüss. Aber pass auf, ne? Boah, jetzt habe ich Angst. Pass ja auf Sneak. Nilo, tu sneaken. Okay. Du lachst. Oh, Leute. Ich war, wie dunkel es ist. Der Mond. Komm mal hier, unser Base sieht schon so schön aus, wenn du jetzt stirbst. Weil, Leute, die Welt wird erst nach 7 Tagen, beziehungsweise nach 7 Folgen gesaved. Nein, nach 7 Tagen. Nach 7 Folgen ging jeder von uns ein Herz. Ja, genau, so war's. Also heißt, wenn bei einem Channel die 7. Folge angebrochen ist, erst dann gibt's das Herz. Und wenn der 7. Tag angebrochen ist, auch wenn jemand die 7. Folge noch nicht geschafft hat, gibt's trotzdem ein World Save. Und ja. Wollte ich nur mal so kurz nochmal erwähnen, dass wir das alles nochmal wissen.
Es wird auf jeden Fall ziemlich hart noch jetzt das zu überleben, weil wenn wir da halt dann einen World Safe haben, dann bin ich auch ein bisschen lockerer. Nee, ich bin ja einfach scheiße. Runter. Mein Hammer ist kaputt. Aber ich kann mir einen neuen craften. Oh, Alter, ich habe gerade echt Angst gehabt. Alter, wie nett ich noch zu dir bin. Ich habe Angst, aber weil wenn du stirbst, sterbe ich auch. Deswegen, obwohl du der Wurmi-Mörder bist, Leute, wir werden noch eine Armee aufstellen. Glaubt mir, hört auf diese Worte. Dieser kleine Wurmi ist nicht umsonst gestorben. Na, schade. Was? Ja, dass er nicht umsonst gestorben ist. Doch. Ja, Mann, was willst du denn machen? Willst du mir jetzt kommen mit deinen drei Würmern da? So. Alter, wie hoch? Oh mein Gott! Alter, ich könnte jetzt rüberspringen, dich wegkicken, dann fliegen wir beide weg. Genau. Ey, wenn du MLG. Das machst, ey. Oh Mann, das ist echt niemals krank, tun. Ey. Oder stell dir vor, so am sechsten Tag, eine Minute bevor der siebte Tag ist, dann stirbt man. Das wäre so bitter, ich würde ausrasten. Vor allem, oder man vorstellt, Skauk joint und tut unten eine Fackel platzieren und baut es ab und dann drrr. Oh mein Gott. Ja, aber obwohl, ja stimmt. Aber wirst du schon mal sowas probieren mit so einem Eimer und dann irgendwie MLG-Wasser-Action ja, oder genau, so? Ja, genau, MLG. Ich mache doch hier kein MLG. Bist du komplett drauf? Nicht auf einem Herz. Auch nicht, du stirbst von jedem Herz, glaube ich, von hier. Nee, das zum Glück nicht. Boah, ey, wie risk wir einfach sind, Leute. Wir sind einfach viel zu risk für diese Welt. Okay, zu ein Iron-Dings-Bomb habe ich schon. Yeah. Skrpschisch. So. Jetzt zeige ich dir, was ich meine. Oh mein Gott. Schau mal, guck, jetzt tue ich den Dust hier rein. Schau. Hey. Aha. Schau mal. Ja. Schau links. Ja, Zuschauer, wollen es aussehen. Guck, wir brauchen den Wassereimer, Dust rein und babam, wir haben Ton. Lalalala. Das hast du echt schön gemacht, Nilo. Ohne Witz, ich bin gerade so stolz auf dich, dass ich schon anfange zu weinen. Hey, wie baue ich das ab? Vielleicht mit einer Spitzhacke. Ah, ich muss ja Rechtsklick machen, ich bin total dumm. Und jetzt tue ich den Ton zerkleinern. Warte, muss man jetzt da drauf und dann da und dann zerkleinern und bing, haben wir, oh, wir haben nur 4 Ton, oh oh, heißt, wir brauchen 9, heißt, ich muss nochmal einen reintun, oh, Alter, Dingfässer gehen weg, hätte ich nicht gedacht, also okay. Ich dachte, wir bekommen 9 Ton aus einem Ton, scheiße, voll verrechnet, und hier habe ich wieder nur 4, ja, ich brauche noch, muss dann noch einen Ton, heißt, wir haben jetzt 3 Teile geopfert, zum Glück haben wir solche, so viel. Wir haben genau noch 2 Wasserteile und die brauchen, nein, 4. Perfekt, weil mit 2 können wir nämlich eine unendliche Wasserquelle machen. Ihr macht mir keine Angst, Nilo. Wir haben noch genügend Wasser, wir haben noch genügend Wasser. Zum Glück kam der Regen. Fuck. So, und dann jetzt können wir nämlich, so viele Truhen. Jetzt können wir nämlich, das ist Knochenmehl, jetzt können wir nämlich das Knochenmehl und das hier zusammenfügen. Dann haben wir nämlich dieses Porzellan, Clay, Clay, Blay, yeah. Und das tun wir zusammen in einem U-Formen und dann kriegen wir den, welches Ding daraus, weißt? So, warte. So. Okay, Zertusquarz. Und das muss ich dann brennen und dann haben wir ein, das heißt Crucible, glaube ich, übrigens aus Crucible. Dann haben wir ein Firmament Crucible und dann können wir dann nämlich mit Kobelstone das Lava anheizen. Nice. Okay, wir bräuchten jetzt quasi noch ein einziges Powered Iron. Okay, ich hab noch 18 Powered Iron und ich habe ein Powered Iron. Ja, perfekt, dann schmeiß mir mal zu, dann brate ich's gleich. Warte, ich geb dir auch das Eisen, warte hier. Warte hier, Crucible. Nice. Ist er gebraten? Ja. Okay. Warte. Zack. Okay, jetzt wieder gebraten. So, oh, den Crucible müssen wir gleich gut platzieren. Scheiße, wir haben keinen Cobblestone mehr. Fuck, wir dürfen nämlich noch keinen. Den Crucible muss nämlich da platziert haben, weil wird Lava drin sein. Heißt, es könnte was abbrennen. Ich weiß es nicht. Und ich habe keinen Bock, dass die Insel wegfackelt. Heißt, wir müssen damit mit diesem Cobblestone. Dann, wir müssen erst nochmal mit Dirt nochmal Cobblestone farmen. Okay. Scheiße. Also es ist, wie ihr seht, es ist gar nicht mehr so einfach. Heißt, wir müssen gleich noch ein Tree oder so abfarmen. Aber die Folge geht eh schon langsam zur Neige, ich denke. Wir kriegen noch unsere unendliche Wasserquelle zusammen. Ich hoffe es. Ja, weißt du was, Nilo? Ich habe eine echt gute Nachricht für dich. Ja. Zack und unendliche Wasserquelle. Hast du sie schon, lol, bei dir geht's ab, ey. Ja, nice, bei mir perfekt. Geht's richtig ab. Und weißt du, was ich mache? Weißt du, was wir machen können? Wir können anpflanzen. Ja, sollten wir runterfallen, mache ich hier einfach mal
so ein Wasserstrahl nach unten. Oh mein Gott, ich wäre jetzt fast umgespült worden. Aber dann können wir da unten noch wenigstens so reinflutschen. Du kannst ja mit deinem Maus, oder wenn du draufklickst auf den Tag, kannst du es ja sortieren, gell? Das weißt du ja, glaube ich, gell? Also das ist auch im Mod drin. Heißt, du kannst die Kisten auch damit sortieren. Das ist okay. Mega nützlich. Alter. Oh mein Gott. Ich tu mal die Samen in eine Kiste rein. Wir sind überall so verstreut alles. Warte, hier. Seeds. Zack, 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 zack. Und Seeds. Okay. Dann habe ich schon mal das hier in dem. Und noch Gunpowder. Ey, für was braucht man Gunpowder? Am liebsten würde ich das sofort wegschmeißen, weil ich weiß, dass irgendein Verrückter hier gleich sich TNT craftet. Aber nicht. Es sind nirgendwo mehr so ein Seeds. Hier ist das Holz. Ja. Brauchst du ganz normale Seeds? Irgendwo sind die ganzen Seeds hin, ich weiß nicht wo, aber egal. Ganz normale Seeds. Warte, nee, pass, weil ich will so eine Seed-Kiste machen, dass da alle Seeds drin sind. Warte, ich tue ich mir einfach mal hier hin jetzt. Okay, ja. So, hier tue ich jetzt einfach mal alle Seeds rein, zack, 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 so. Und Leute, wie ihr seht, es ist immer ein total langer Prozess, Prozess. Es ist ein total langer Prozess, hier die ganze Zeit Dinger zu machen. Erde, ich meine, wir müssen hier die ganze Zeit alles vollfüllen. Und dann warten und das dauert. Also ich muss sagen, wenn wir das alles in der Folge machen würden, ihr hättet schon nach 5 Minuten keine Lust mehr, einfach weil es immer nur das Gleiche ist. Ja. Und deswegen machen wir das alles offscreen und die wichtigen Arbeiten, wie zum Beispiel diese Pack-Openings oder Block-Openings. Block-Openings. Die machen wir natürlich dann alles in der Folge. Hey, ich wollte ja gar keinen Namen, Block-Openings. Ist einfach nur Glück, ob man Glück hat. Auf jeden Fall müssen wir halt diesen Eingängen die Dirts irgendwann entfernen, weil es ist viel zu riskant, wenn man einfach mal durchrennt und dann halt dann durchstirbt. Das wäre halt mega traurig und sad. Ja, also, das wäre wirklich sad. Wo ist die unendliche Wasserquelle? Ich will sie betrachten. Oh. Aber da unten ist da unten Boden? Unten drunter? Ja. Oh, Alter. Oh, yo. Risky, man. Weil jetzt können wir auch nämlich Sachen anpflanzen, meine Freunde. Das wird sehr, sehr geil. Und dann kriegen wir viel, viel mehr Essen und so und alles. Oh, yo. Vor allem jetzt können wir ja dann wieder aus dem Ding hier, zack, wieder 2 Erde. Hier ist es gleich fertig, das heißt, jetzt. Wir können auch theoretisch fast schon eine Cobblestone-Farm machen. Wollen wir zuerst die Cobblestone-Farm machen, das wäre sogar besser. Aber dafür bräuchten wir mehr Cobblestone, weil ich habe den Ei in meiner Hand. Der kann Lava machen, wir bräuchten auf jeden Fall jetzt eigentlich nur noch mehr Cobblestones. Denn einmal ein Cobblestone-Weg bis zur Cobblestone-Generator, also ein Cobblestone-Bauen. Wie viel bräuchten wir, Nilo, wie viel? Boah, ich weiß gar schon viel. Also wir brauchen mindestens, glaube ich, Das läuft so ab wie in diesem Komposthaufen. Das ist genauso sozusagen ein Komposthaufen, nur für Lava. Dann brauchen wir 8. Ungefähr 8 Stück, ja. 8. Ja, 3 habe ich. Ja, warte, dann gebe ich dir mal die 3. Dann machen wir in der Folge das jetzt noch schnell fertig. Machen wir den Lava-Eimer. Okay, warte. Okay, der Lava-Eimer. Eigentlich soll es nicht abbrennen. Soll es abbrennen, müssen wir das Ding abbauen. Jetzt wird's risky, Leute. So, ich habe noch 3 Dirt, okay. Warte, dann eigentlich wird es so gebaut. Man baut das. Dann kommt eine Fackel. Hast du eine Fackel? Ah, irgendwo ist noch cool. Ja, hier, warte, hier. Achso, hast du schon, okay. Ja, wo? Genau. Wo? Hä, bei mir klappt das manchmal nicht, wenn ich... Egal, ich habe schon eine Fackel mir gezogen. So, jetzt tun wir nämlich die Fackel dahin platzieren. Nämlich hier hin. Und tun, aber noch nicht erst alles zusammen reinschmeißen, weil das Lava sinkt wieder. Das ist nicht wie beim Kompost, dass wenn du was reingeschmissen hast, dass es später weiter gefüllt wird, sondern es sinkt. Also wir müssen direkt das ganze Kabel pumpen. Warte, ich habe noch 3 Dörr, tun wir das zerkleinern hier bitte. Dann kannst du noch ein paar Steinchen raus. Moment, so. Dann machen wir noch nämlich jetzt schnell das Lava. Oh, 13 Minuten. Ich hoffe, schaffen wir noch. Weil dann müssen wir nämlich jetzt hier den dahinter. Nice. So, genau. Jetzt dürfte es dann brennen. Okay, bitteschön. Dann gebe ich dir mal 2 Kobbel. Wohin? Noch nicht zu machen. Eigentlich müsste es da oben reingeschmissen, aber jetzt bist du das noch nicht. Behalt sie erstmal. Wir müssen die dann auf einem Schlag alles reinhauen, weil sonst sinkt es. Wenn wir jetzt einen reinhauen und später wieder einen, dann ist es auf 0. Oder so ähnlich, also fast auf 0. Okay, ja, das ist natürlich dann sehr kritisch, ne? Deswegen müssen wir jetzt, wie viel Kabel hast du jetzt schon? 2. Und wir brauchen 8, ne? Ich glaube 8, ja. Soweit ich weiß, 8. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht gut. Ich hab... Alter! Ich bin gelaufen. Mein Gott. Ihr habt's gerade gesehen. Dadurch bin ich vorhin gestorben. Fast wäre ich gestorben, Leute. Alter, Nilo. Ihr habt's gerade gesehen. Ich hab mich gerade so erschrocken. Boah. Wenn man drin ist, kriegt man nämlich 2 Schaden, so dick und ist man tot. Und dann ist das Break vorbei, also muss man neu starten. Boah, Leute, boah.
Also es ist wirklich hardcore, Leute. Ein Herz. Und deswegen, wenn ihr euch fragt, so, spielt ihr friedlich oder wieso spawnen keine Monster? Das ist, weil der Radius noch nicht so weit verbreitet ist. Und das werden wir auch noch nicht tun, solange wir noch keine zwei Herzen oder so haben. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, kommt ein Skelett um die Ecke. Bam. Und boxt euch tot, ja. Ja. Also es hat was mit Spawners zu tun, also ab einem gewissen Radius spawnen die Viecher dann und so, und das machen wir jetzt schon, es kommt noch eine Spawnfall, bloß es dauert alles, also es sind so ungefähr 120 Parts geplant und mal schauen, wie das Ganze laufen wird, also vielleicht kriegen wir sogar noch alles früher hin, man weiß es noch nicht, ich will auch nicht so viel labern. Du hast noch nicht genügend Kabel, gell? Nee, es ist gerade noch ein Dirtblock drin, dann hätten wir schon mal 4. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, hauen wir ganz kurz einen Cut rein, dann sehen wir uns noch, bis wir das Lava fertig haben. Bis gleich. So, Leute, ist wieder back. Wir haben, aus Versehen mit der Aufnahme hat es nicht geklappt. Das haben wir schon leider das Kabel reingetan, aber es ist noch nichts Großartiges passiert. Wir haben, glaube ich, 10 Kabel reingetan und jetzt heißt es hier, Fluid Lava 300 MB ist, glaube ich, so die Hitzestärke. Und wir können da, glaube ich, hier noch ein bisschen Kabel nachschütten. Genau, ich habe ein Kabel wieder nachgeschüttet. Und Solid, Bruchstein und sowas. Also wir müssen hier mal ein bisschen Kabel nachschütten, dass es irgendwann ein ganzes Lava wird. Und Boomstock hat auch schon seinen Eimer bereitgestellt. Und ich hoffe, es wird reichen. Ich hoffe, dass wir das alles, dass es reicht, ey. Wirklich. Ich glaube, es muss bei 1000 sein. Ich glaube, es muss bei 1000 sein. Also. Ja, ich glaube auch. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach in der Zwischenzeit noch ein bisschen Holz ab hier. Ja. Ein bisschen nebenbei noch Kabel machen. Irgendwann, ne, müssen wir die Plattform auch ein bisschen erweitern. Ja. Was ich mich jetzt frage, wo genau spawnen dann keine Monster? Bei Half-Slap spawnen ja keine, ne? Ja, genau, bei Half-Slap spawnen keine, genau. Ja, dann ist es ja eh ganz gut. Ja. Also. Wenn wir so weiterbauen mit Half-Slap, ist es, denke ich mal, das Beste. Also dann kommen keine Monster. So, jetzt sind wir schon mal bei 400. Oh yeah. Das könnte, denke ich mal, noch im Part klappen. Und in dem nächsten Part wird es dann so sein, dass wir dann halt eine Cobblestone-Farm bauen und sowas. Damit kenne ich mich aber gar nicht aus, da muss ich mich ein bisschen informieren. Könnt ihr auch gerne Tipps reinsenden, alles mögliche. Also ihr könnt, wie vor gesagt, allem, weil es gibt ja Cobblestone-Farmen, die irgendwie total effizient sind, dass sogar zwei Leute auf einmal farmen können. Also schreibt da auf jeden Fall ein paar Tipps rein, das würde uns auf jeden Fall total helfen. Oder einfach, schreibt rein, wer da ein gutes Tutorial drüber gemacht hat oder so. Wir sind da auf jeden Fall für jeden Draht offen. Und ja, das wäre sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ist ja mega gut. Also ich denke, es kennen sich sehr viele von außen. Ihr könnt halt interaktiv halt ein bisschen mit dem Projekt mitwirken und uns einfach dabei ein bisschen unterstützen, weil wir haben halt nicht überall die Ahnung. Also irgendwann geht bei mir das Wissen zu Ende. Also ich habe bis hierhin so mal gemacht und danach geht es eigentlich für mich so in den Nullpunkt, wo ich gar nichts mehr weiß. So. So, wir sind aber 617, 19. Also wir sind, glaube ich, bald fertig. Boah, ich bin echt gespannt, ey. Ich hoffe, da bekommt man richtiges Lava und so alles raus, aber laut dem muss es ja klappen. Und hier muss ich auch ein bisschen aufpassen, weil hier dieser Baum in der Nähe ist. Den müssen wir auch irgendwann weghacken. Das ist alles sehr, sehr gefährlich. So, zack. Aha, okay, also ich habe jetzt schon so ein Copper-Ingot. Dann mache ich jetzt noch ein Aluminium-Ingot und dann ist gerade noch im Ofen ein Tin-Ingot. Warte mal, ich werde mal ganz kurz, bitte lauf jetzt gleich nicht zu mir, weil ich werde was Riskantes machen. Also Riskantes nicht, aber es ist ein bisschen heftig, so. Ich werde den Grasblock retten, denn ich baue den Half-Slab ein Stück runter und baue dann den Grasblock ab, weil dann bekomme ich ihn eigentlich zu 100% und habe ihn, ja. Nice. Nice one. So. Okay, so. Das weil das mit dem Grasblock hier ist einfach zu riskant. Einer rennt durch und dann spawnt er in dem, oder der Baum spawnt in ihm und dann ist er tot. Das ist alles zu riskant, finde ich persönlich. So, ich tue noch das letzte Dirt hier nochmal klein machen. Sind wir schon bei 735, nice. Also bald ist es soweit. Gleich haben wir es geschafft, ja. Also wir vermuten, dass es ab 1000 soweit ist. Ich hoffe es, weil dann so 10.000 oder 100.000 wäre schon heftig. Dann müssen wir es im nächsten Part versuchen. Ja. Dann hast du noch einen kleinen Stone-Ding für mich oder hast du gar keinen? Moment, ich setze hier mal ganz kurz Wasser. Ah, ein Stone-Ding, ja, eins habe ich noch. Ja, perfekt, ja. Ja, so, bitteschön, bitte. Danke, danke, danke. Weil Sugar Cane Seeds, okay. Ich habe noch jetzt 2 Steine, also ich kann immer noch nachfüllen, weil unter 1000 will er wieder was zum Fressen haben. So. Okay, Moment, wo habe ich denn hier den Komposter, den ich halb aufgefüllt habe? Oder ist hier überhaupt noch einer? Ja, der hier. So. Das heißt, theoretisch könnten wir dann, wenn wir Lava haben und dann quasi den Cobblestone-Generator haben, die Bäume nur noch nützen, um Erde zu bekommen. Das heißt, wir können dann auch schon langsam anfangen, eine Farm zu machen. Und dann sind wir halt... Na, mit dem Kobbel können wir keine Erde machen. Nee, aber mit den Bäumen weiterhin. Ja, mit den Bäumen, die benutzen wir nur für die Erde vom Farm, natürlich. Ja, klar. Ja, genau. Dass wir da Essen bekommen, dann sind wir immer gut da drauf und haben auch nie so
unterhungert oder so, da können wir mal schön laufen, können ja auch die Bäume schnell höher und alles. Und das war für später natürlich auch mega nützlich, dann wenn wir mehrere Herzen noch haben. Wir müssen halt jetzt echt vorsichtig mit allem angehen, weil jeder normale Spieler fängt, glaube ich, mit wie viel Herz fängt der normale Ding an? Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 10 Herzen fängt man an und wir haben fangen mit einem Herz an. Also wir sind mit den normalen Spielern, die normale Spielspiele sind mit 9 Herzen drunter, heißt, wir müssen da ordentlich was nachholen und es wird ziemlich krass, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, das wird auf jeden Fall echt krass. So, bei wie viel sind wir jetzt? 940. Oh, 940, ja, ja. Da mache ich mich schon mal bereit. Ich hoffe, es wird was, ey. Wirkt das noch so ein bisschen an. Oh mein ja, Gott. Ja, genau. Ich bin gerade echt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe zumindest, dass es schnell klappt und dann können wir nämlich in dieser Folge auch gleich noch den Generator machen. So. In dieser Folge, ich schaffe es nicht mehr. Ah, aber schaut, da steht Solid Cobblestone und da wird ja auch runtergezählt. Ja, genau, das ich weiß. Sein, ich fülle ja immer nach. Nee, ich fülle immer nach, Ach so, okay. Du musst danach und? Ja, Lava. Ja, zack. Und ich hab's. Jawohl. Und es geht weiter. Ja, ja. Bis auf 900 natürlich. Aber ich habe nicht mehr so viel Cobblestone, um nachzufüllen. Ich habe jetzt 5, 6 Cobblestones noch nachgefüllt. Du hast ein Lava. Perfekt. Okay. Tu den am besten in der Truhe rein. Weil solltest du vielleicht jetzt nicht da sein oder so. Irgendwie sowas, dass dann die wichtigen Items immer in so einer wichtigen Truhe sind oder so. Ja, warte, dann mache ich die hier rein. Ja, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wenn ihr sehen wollt, wie wir den Cobblestone Generator machen, dann seht ihr das alles in der nächsten Folge. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Bumsburger vorbei, auch bei Gauk, auch wenn jetzt mal in den letzten zwei Folgen und in der Folge, als jetzt wie gesagt nicht dabei war, ist auch nicht schlimm, wir sind immer irgendwann wieder mal zusammen und ich würde sagen, man sieht sich und haut rein. Ciao! Ciao.